Komm, Kaelin. Das klingt irgendwie nach einem Mädchennamen für übrigens, finde ich. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf komme. War das nicht bei Legend of the Seeker? Also hier, wie heißt es? Schwert der Wahrheit oder so? Ich habe bloß mal die Serie im Fernsehen gesehen und die für sehr billig befunden. Hab aber gehört, dass die Bücher gut sein sollen. Ich glaube, da hieß ja diese Confessor, die hieß ja, glaube ich, Kaelin, oder? Sicherlich aber anders geschrieben dann. Bestimmt Kaelin oder sowas. Dem hast du's gezeigt. So, immer drauf, immer feste. Ich muss ja sagen, ich würde mich ja mal dafür interessieren, für welches ist Schwert der Wahrheit? Ich glaube schon, ne? Für diese Buchreihe, wenn sie nicht so ewig lang gezogen wäre. Das ist ja auch so eine, die nie endet. Naja, wer es braucht. Das wäre erledigt. Gibt's ja eh Massen von und die sind ja populär wie Sau. Ist ja auch mit einem Lied von Eis und Feuer so. Wobei ich die mir niemals angucken würde. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie nicht. Das ist sowas. Das ist die ganze Zeit nur Intrige, Intrige, Intrige. Der betrügt den mit dem und jeder fickt mit jedem rum. Habe ich auch so das Gefühl da drin irgendwie. Gott, er hat das böse F-Wort gesagt. Oh. Und weiß nicht, das interessiert mich einfach nicht. Das ist langweilig. Auch wenn da natürlich irgendeine übergeordnete Scheiße Story drin ist, aber das ist so öde einfach. Interessiert mich nicht. Auch wenn es vielleicht gut geschrieben sein mag. Scheiß drauf, ist egal. Naja, ich habe ja meine Buchreihe, während ich hier gleich von den Orks tot gemacht werde, kann ich das ja mal erzählen. Vielleicht habe ich es auch schon mal... Oh, oh. Vielleicht habe ich das ja auch schon mal gesagt, kann auch sein. Ich bin ja ein äußerster Fan von der Wüstenplanet-Reihe. Habe ich bis jetzt die ersten 5 Bände gelesen und das sagt mir sehr zu, muss ich sagen. Da ist ja der Original... Kanon sozusagen, der ist ja nach den ersten 6 Bänden vorbei, weil Frank Herbert ja leider gestorben ist dann, der Autor. Aber sein Sohn Brian Herbert hat das Ganze dann übernommen und hat dann noch ein paar mehr geschrieben dazu. Ich finde es sehr interessant, wie es quasi immer um dasselbe geht, beziehungsweise nicht um dasselbe, aber wie sich immer aus den ersten Büchern dann die Handlungsstränge für die nächsten Bücher ergeben, die dann teilweise auch mal 1000 Jahre später spielen, aber die wirklich eine direkte Folge dann immer von den Handlungen davor sind. Aber sie sind immer vollkommen anders aufgebaut und haben immer eine vollkommen andere Umgebung und Sachlage irgendwie. Und vor allen Dingen finde ich es auch schön, wenn dann vorher, also welche, die vorher Feinde waren, auf einmal zu Verbündeten werden müssen, weil sich eine neue Gegnerschaft auftut. Oder wenn da irgendwelche sind, von denen du bis zum Ende nicht weißt, was genau sie eigentlich für Pläne und Ziele verfolgen. Das ist immer sehr interessant. So, jetzt laufe ich erstmal wieder. Ich hoffe einfach mal, der hält das aus. Halt, die Taste ist es. So, war eine gute Position, um zu trinken, muss ich sagen. Sollte ich öfter so machen. Wenn ich was trinken muss, stelle ich mich auf einen Stein. So, kleiner Elite-Krieger, du bist gleich tot. Siehste? Und auch du, kleiner Krieger. Du bist ebenfalls gleich tot. Oh. Oder ich. Wer weiß. Das ist gut, dass immer bloß so ein paar kommen. Damit komme ich klar. So 2, 3 ist okay. Oh, es haben einen noch hinter mir. Ach so, das war der Armbrustschütze, der Arsch. Ja, 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 ist ja gut. Ich vergesse dich schon nicht. Auch du kommst noch dran. Jetzt zum Beispiel. Bin ja immer froh, die Orks, die weichen nicht so sehr... Das war unfair. Die Orks weichen nicht ganz so sehr zurück, wie das andere tun. Ich speichere mal zwischendrin, weil ich nicht weiß, ob ich gleich sterben werde. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt noch nicht zu spät ist. Ja, so viel dazu. Grandios, grandios! Aber weil die Sachlage gerade ganz gut war, dachte ich mir, ich speichere einfach mal. Und da müssen wir jetzt halt mal schauen, wie wir weiterkommen. Liegt das irgendwie an mir, dass ich so psychologisch dann so eingestellt bin, nachdem ich gespeichert habe, dass ich dann irgendwie schlechter kämpfe und deswegen dann sofort sterbe? Oder warum ist das immer so? Das war schon bei der Befreiung von dem anderen Lager so. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut. Kommt. Schluck. Flupp. Ja, wunderbar. Und kämpfen. Schluck und kämpfen. So wollen wir das. So reicht das auch. Erstmal den Krieger, der geht schneller. Und dann können wir uns dem Elite-Krieger widmen.
Auch der ist alleine keine Herausforderung für uns. Es ist bloß nervig, wenn dir der eine immer in den Rücken fällt und der nächste dir dann von vorne direkt wieder in die Brust schlägt. Da hast du ja nicht wirklich eine Chance, ne? War halt früher mit den alten KI auch nicht so. Da konntest du dich wirklich durchklickern. Da war es auch wirklich kein Problem, irgendwelche Städte zu befreien. Weil du gegen Massen von Gegnern ganz locker klargekommen bist. Das ging dann alles so einfach. Du solltest schon den Speer erstmal noch fertig angreifen, bis er tot ist. Dieses Autofokus-System ist auch manchmal grässlich. So, komm her. Wir nehmen halt erstmal den Elite-Krieger und hoffen, dass uns der andere dabei nicht erwischt. Was diesmal ganz gut ausgeht. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich. So. Wo haben wir denn noch welche? Hier. Genau. Bei unserem Kumpel, dem Nordmara. Gut. Oder, hey, pass doch auf. Ich meine, ich bin Absicht, Kaelin. So, haben wir unseren Ruf erhöht? Ist gut. Ich tu dir nichts. Kannst die Waffe wegstecken. Idiot. Ja, gibt auch kein abschließendes Fazit. Er bleibt einfach stehen und das war's. So. Ach doch, er geht jetzt noch dahin und sagt mir dann, hier ist das Orklager. Was ich ja noch gar nicht selbst mitgekriegt habe. Ich sammle einfach mal weiter, wir können ja gleich noch mit ihm reden. Manchmal ist das echt dumm, gerade also diese Situation, wenn du irgendwo hinläufst, wo dann so ein Kampfgebiet ist und dann, nachdem du die Massen weggemetzelt hast, dir dann gesagt wird, hier ist die Stelle, zu der ich dich führen wollte, an der wir kämpfen wollen. Ne, echt. Ist das so? Hätte ich ja nie mit gerechnet. So, haben wir hier noch Bolzen, 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 habe ich doch gerade gesehen. Natürlich, nicht zerkommen lassen. Altmetall, ne? Kann man noch gewinnbringend weiterverkaufen. Habe ich dir zu viel versprochen? Da merkt man erstmal, dass man wirklich lebt. Ja, jetzt, klar, war super. Keine Ahnung, was du vorhast. Ich gehe ins Dorf und besaufe mich. Den Plunder der Orks kannst du behalten. Jo, tschüssi. War schön mit dir. Irgendwie. Haben wir denn hier irgendwelche Kisten, die wir öffnen könnten? Das wäre sehr schön, aber sieht nicht danach aus. Schade. Lagerfeuer. Ach, Lagerfeuer, da war doch was. Fällt mir gerade so ein. Setz dich mal ein bisschen in den Schnee und verkühl dir den Hintern, mein Kleiner. 183. Gut. Da können wir wieder ein paar Brotzeiten einlegen jetzt. Das ist schön. Dafür ist Notmar, muss ich sagen, wiederum gut. Den Schaman nehmen wir natürlich auch noch aus. Seinen Schnaps mitnehmen. Und die Eisenerzadler, die lasse ich jetzt einfach mal, weil ich einfach gerade zu faul bin, dann wieder die Waffen zu wechseln. Nee, dafür ist Notmar gut, muss ich sagen, dass man hier wirklich von fast allen Gegnern, abgesehen von den Orks jetzt, Fleisch kriegt. Das ist wirklich schön. Also das war ja in Varant so ein bisschen ein Problem gewesen, dass man da nur von den wenigsten Gegnern auch mal Fleisch erwarten konnte. Das ist dann doch teilweise ein bisschen eng geworden, muss ich sagen. Frithjof, mein Freund. Du wirst mich immer noch nicht führen, das ist echt schade. Aber naja. Haben wir denn dafür eigentlich einen Quest gekriegt, dass wir zum Kloster gehen sollen? Einer ist klar, ja, hörst du, tot. Wer macht da an? Nee, haben wir nicht. Dann gehen wir jetzt einfach so, würde ich sagen. Wir finden das schon irgendwie. So, wir müssen ja bloß die grobe Richtung anpeilen. Ach, Life ist auch wieder da, ist das nicht schön? Life hat es nach einer halben Ewigkeit wieder zurück zum Clan geschafft. In der Zwischenzeit habe ich schon tausende Orks umgebracht. Naja, was soll's. Gut, die Richtung stimmt ungefähr. Wir finden das auch alleine. Das wird schon klappen. Also zumindest ist Kaelin ein bisschen schneller als Life, aber ich glaube, mit ihm war die Strecke auch einfach nicht so weit gewesen. Wieso liegen ja eigentlich noch die Wolfskadaver rum? Wir haben die doch schon ausgenommen. So geht's nicht hier, Leute. Ja, da hätten wir, glaube ich, gleich bleiben können, wo wir waren. Denn ich glaube, wir müssen hier den Berg hoch. War jetzt ein bisschen sinnfrei, gebe ich zu. Speichern. Nichts ohne Speichern machen, bitte. Lieber Rudra, Memo an dich selbst. Speichere. Das kann nur helfen.
Man weiß ja nie, wie dieses Spiel, wenn es mal wieder gerade unfair wilden werden und so, wie es dann agiert und uns vielleicht auch mit zwei Säbelzahntigern umbringt, die normalerweise eigentlich nicht das Problem wären. Das kann ja durchaus sein. So, mal kurz an der Nase mit krabbeln. Ich kann auch einhändig kämpfen. Das geht alles. So, einmal mit der rechten und dann wieder so. Na komm, jetzt fall endlich um. Yay, ein Flitzer. Wo war denn der andere jetzt? Hier drüben irgendwo, ne? Ja. Genauestens. Da saufen wir mal wieder einen Heiltrank. Wobei ich jetzt vielleicht wieder auf Brotzeiten umsteigen sollte, weil ich da einfach viel mehr Ressourcen habe. Oh, schade, da rennt er weg. Naja, gut. Dann eben doch nicht. So, wir hüpfen uns mal hoch. Oh ja, scheiße. Ich erinnere mich. Oger kriechen hier oben rum. Die waren ja schon in Varant eine Plage. Und hier oben wird man sie auch nicht los. Ja, komm einzeln. Das finde ich gut. Das finde ich äußerst positiv. Komm zu mir. Komm her. Komm her. Ich muss erstmal ein bisschen von deinem Bruder weg. Ja, können wir auch so machen. Ach, komm schon. So, drauf auf den Kerl. Schön an die Wand drängen. Bei denen ist halt echt das Problem, diese riesen Reichweite. Und dadurch, dass die halt immer so zurückweichen durch die neue KI, ist das halt echt lästig mit denen. Wenn man sie durch die Reichweite noch längst nicht erwischt, durch das Zurückweichen. Aber andererseits, die einen locker erwischen können mit ihrem wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig fetten, langen Morgenstern, der kein Morgenstern ist. Du solltest speichern. Dankeschön. Beim zweiten Mal klappt's dann. Naja gut, wir sehen ja schon, jetzt wollte ich gerade wieder auf dem Bildschirm zeigen, wir sehen ja schon oben links die Ausläufer vom Kloster, die ersten Stellen, die auf Zivilisation und Baugeschick hinweisen. Ja, lauf gegen den Baum oder gegen den Stein, das finde ich gut. Oder reiche nur zurück, das ist auch okay. Solange du nicht zuschlägst, finde ich das gut. Ja, so ist okay, so ist okay. Die sind übrigens wahnsinnig hässlich, muss ich gerade mal so feststellen. Die sehen aus, als ob sie einen Sack über dem Kopf hätten, auf denen ein paar Augen gemalt sind. Oder? Findet ihr nicht? Ich finde die... Ja, guck mal her. Jetzt stiert er auch noch so. Die sind schon ziemlich hässlich. Naja, egal. Müssen ja auch nicht schön sein, wa? Müssen ja bloß gefährlich sein. Gut, ich hoffe, das war's jetzt an Ogre-Präsenz hier. Och, wie süß, zwei Wölfchen. Die nehmen wir auch mit links mit, die kleinen Kackviecher. Da fällt mir ein, wir müssen noch den Hetzer suchen, ne? Irgendwo muss der auch noch sein, aber wenn ich mich erinnere, wenn ich mich recht erinnere, so rum, Satzstellung for the win, dann ist der irgendwo am Arsch der Welt, wo sonst nichts ist. Also hier ist ja eigentlich alles am Arsch der Welt, aber der ist, glaube ich, noch arschiger. Also so richtig Enddarm, wisst ihr?